Wish I was a bing bing at the Cannabis Cafe, smoking good old Sinsamiga at the beginning. So, Teil 1b. Heute erzähle ich einmal, warum und wieso Therapie und bla, was mich überhaupt bewegt hat. Und zwar war das am 29.03.1993. Da wurde ich vorläufig festgenommen. Und der Grund, warum ich festgenommen worden bin, war, dass ich ein paar Wochen davor jemanden Drogen von Holland nach Deutschland geschmuggelt habe. Und zwar hatte ich damals 50 Gramm Kokain besorgt. Und dann habe ich dem Ossi, so hieß der, Oskar, W-Punkt, den hatte ich damals diese 50 Gramm aus Rotterdam, ich glaube Rotterdam, gekauft und habe sie nach Bayern gebracht. Den kompletten Gewinn daraus habe ich verbraucht für mich, weil ich heroinabhängig war, sonst hätte ich das Zeug nicht gebracht. Wahrscheinlich hätte ich schon gebracht, aber ich hätte mir das Koks reingedonnert und nicht das Heroin. Wie kam ich überhaupt auf das Heroin? Und da muss ich jetzt dazu erzählen, die Sachen, was ich jetzt alle sage, sind alle schon verjährt, liebe Staatsanwaltschaft. Ich habe niemanden umgebracht, es gibt keinen Mord oder sowas bei mir in meiner Historie, aber es gibt sehr viel Einfuhrschmuggel und Drogengeschichten. Auf alle Fälle ist es Ende der 80er, Anfang der 90er Jahre gewesen, da hatte ich in München mal Perlach Hasch verkauft. Ich habe mit 18 Jahren das Kiffen angefangen. Irgendwann einmal kann man sich das Ganze nicht mehr leisten und dann muss man halt überlegen, wie kommt man zu Geld. Also habe ich angefangen, Kleindealerei zu betreiben. Nichts Wildes. Irgendwann mal gab es nur noch Dreck auf der Straße und die Preise waren unverschämt hoch und da ist mir dann die Hutschnur geplatzt und ich bin von München nach Holland gefahren, habe selbst eingekauft für einen günstigen Kurs. 3.500 Mark damals, ein Kilo Hasch, sind 3,50 Mark, 1,25 Euro knapp, oder? 1,75 ist egal, rechnet selber aus. Und bin zurück nach München, habe es dort zwischen 10 Mark und 12,50 Mark wieder verkauft. Oder in einer 100 Gramm genommen hat, hat es auch für 850 Mark bekommen. 8,50, also 8,50 Euro. Das Zeug war richtig gut, das war echt eine geile marokkanische Platte, konnte man nicht meckern, kein typischer Eurorotz, sondern einfach nur eine coole marokkanische Platte. Das hat natürlich irgendwelchen Größeren dann auch nicht mehr so gepasst, dass da ich da umeinander Tiger und sowas mache. Ich weiß nicht, wie es passiert ist, Fakt ist, dass die Polizei plötzlich mich da auch auf dem Kieker hatte und ich aufpassen musste, dass es halt nicht so ohne war. Wie war denn das noch? Naja, dann hat es angefangen, dass von der türkischen Seite aus, in München bei Perlach war das, dass aus der türkischen Seite aus plötzlich Heroin auf den Markt gekommen ist. Und zwar nicht schlechtes Zeug, das war richtig 1A-Ware. Um mich herum, meine ganzen Leute, meine ganzen Freunde, alle sind plötzlich draufgekommen. Blechrauchen. Ich habe halt jedem mal gesagt, wenn du zu mir kommst und auf Heroin bist, kriegst du keinen Arsch mehr. Ich verkaufe niemanden einen Piece, der auf Edge ist. Das hat lange Zeit auch gut funktioniert. Ich hatte so um die 100 Kunden ungefähr. Davon waren ein paar Wackelkandidaten dabei, die habe ich aber trotzdem noch versucht unter Griff zu kriegen und ein bisschen reduzieren können. Also ich konnte sie natürlich nicht davon abhalten, aber ich konnte es reduzieren. Ja, und dann irgendein Kumpel von mir, ich glaube der Markus W. war das, der ist im Ostpark erwischt worden, hat dann gesagt, er hätte das von mir gekauft und die Polizei ist zu mir gekommen nach München-Schwabing und hat dort mich gebastelt. Und damals mit meiner damaligen Freundin, die Susi L., die nichts Besseres zu tun hatte, als irgendwelche Lügengeschichten des anderen Idioten zu bestätigen, bloß damit sie schnell nach Hause kann. Fand ich uncool, Susi, muss ich da gleich sagen, falls du das jetzt siehst,
uncoole Aktion damals gewesen. Egal, Gras drüber gewachsen und auch sehr viel Wasser die Isar runtergeflossen. Fakt ist auf alle Fälle, mit so einem Kleinkram hat man mich halt dann aus dem Verkehr ziehen können, eine Zeit lang, weil ich natürlich erstmal nicht befahren habe können. Um mich herum die Leute alle draufgekommen. Jeder. Ich glaube, zwei haben es oder drei haben es geschafft, nicht zu machen. Und Jan, Hackern, ihr wisst Bescheid, ihr wart die Helden damals für mich, ihr habt es geschafft, weil ich selber bin natürlich dann auch durch diese Aktion von der Staatsgewalt erst einmal gefickt gewesen und war nicht witzig. Zeitlang habe ich danach noch ausgehalten und noch ein bisschen mit Hasch und alle möglichen Drogen, weil da ging es dann bergab mit mir, nachdem die Polizei mich zum ersten Mal da so richtig an der Kandare hatte. Und ich habe dann darauf auch eine Bewährungsstrafe bekommen mit Auflagen, die weiß ich nicht mehr, irgendwelche Kackdinger waren das, feste Wohnsitz, bla bla bla. Und hatte ich ja alles, also von daher hat es mich nicht interessiert. Und ein paar Mal hatte ich Bewährungsstrafen, die mich alle nicht wirklich interessiert haben, aber irgendwann summiert sich das. Es summiert sich und am Ende kriegst du halt doch einmal einen Hammer. Und diesen Hammer, der kommt dann am Schluss noch, wenn ich von der Geschichte, wenn ich euch das erzähle, was im Gefängnis so abgegangen ist. Ja, also Fakt ist, dass ich halt schon echt übel drauf war, oft nach Holland gefahren bin und Pisch geholt habe und für mich immer gutes Gras und gutes schwarzen Afghanen und sowas. Und mir ging es echt gut und meine damalige Freundin wollte unbedingt Heroin ausprobieren. Und da ich ja schon Kontakt hatte, vorher damit, Franzi B., du bist gemeint, ist es tatsächlich so gewesen, dass ich gedacht habe, wenn ich ihr jetzt ein gutes Zeug besorge und das auf dem Blech mit ihr rauche und vorher sie was gegessen hat, wird die auf jeden Fall kotzen. Das ist nämlich so, wenn man Heroin auf dem Blech raucht und was gegessen hat vorher, kommt alles aus dem Magen wieder raus. Und bei ihr war es aber so, ja, sie hat gekotzt, aber sie fand es geil. Und dann stand ich da und wusste nicht mehr weiter. Und sie wollte immer wieder mal. Und wir sind dann noch zusammen, sie ist mitgefahren, immer nach Holland, Sachen einkaufen und wieder nach Deutschland bringen. Angefangen hat das Ganze so, dass der Robert B., hi Robert, sorry damals noch, zu mir gekommen ist und meinte für, weiß ich nicht, ein paar tausend Euro, ob ich da was besorgen kann. Dann sagte ich, ja klar kann ich habe das Geld genommen, nicht Euro, sorry, ein paar tausend Mark. Ich habe das Geld genommen, bin nach Holland gefahren, habe dort große Menge eingekauft, habe zurückgebracht und habe dort den Leuten 100 Gramm mehr gegeben, als das, was vorher ausgemacht war, um sie wieder ruhig zu stellen. Aber sie war stinkesauer. Kann ich verstehen, aber das war der Anfang. Den Rest habe ich alles wieder verkauft, um die nächste Fahrt zu bezahlen und so ging es halt so. Wöchentlich sind wir gefahren. So, und dann hat sie mich vollgelabert, hey, wenn wir schon nach Holland fahren, dann könnte man doch auch mal was anderes mitnehmen, oder? Das ist viel größere Gewinn und bla. Ich vermute ja heute, dass da was ganz anderes mitgeschwungen hat. Und dass ich da im Hinterkopf hatte, hey, der Ernst, der ist ja nicht doof, der weiß, wie das geht, der ist das Ganze sicher. Da wird man schon sagen, oder wird man schon was sagen, der macht das. Lange Rede, kurzer Sinn, sie hat mich gierig geredet, dass wir dann in Rotterdam waren und ich habe es natürlich besorgt. Das Zeug war wirklich enorm gut. Ein ganzes Jahr lang haben wir das dann halt auch so schön immer gemacht. Ich habe immer wieder was konsumiert und habe mir nichts dabei gedacht. Und eines Tages, wir liegen da so in Holland. Nee, so war es. Wir hatten in Deutschland immer wieder was gekauft und das war so ultra gut. Und als wir dann mal in Holland waren, lagen wir im Hotel und mir ging es nicht gut. Das war auch Winter, herbstlich und ich dachte, ja, scheiße, mir hat die Grippe erwischt. Und als man so richtig scheiße geht, lacht sie bloß blöd. Und dann sage ich, hey, Franzi, was lachst du so doof? Dann sagt sie, ja, rauch doch mal ein kleines Blech, dann weißt du schon, was los ist. Und ich sage, ja, laber, weiß genau, ihr habt nichts mehr. Naja, sie hätte noch was, aber ich muss halt ihr versprechen, danach loszuziehen und was zu holen. Genau. Nochmal, ich musste versprechen, was zu besorgen, wenn ich das von ihr jetzt nehme. Also ja, klar, ich sag ja, rauche einen Zug und war sofort wieder normal. Ich war auf Entzug, das war keine Grippe, das war keine Erkältung, mir ging es beschissen, weil ich auf Entzug war. Körperlich abhängig,
obwohl ich es gar nicht vorhatte. Scheiße, ich konnte schon wieder nicht mit der Substanz umgehen. Ja, und dann Jahre später auf alle Fälle ist mir das halt dann passiert. Ich war immer noch mit der Franzi zusammen. Und das war halt dann eben 93, wir waren beide schon ultra krass drauf und ich habe halt dieses Koks besorgt, weil ich noch beim anderen, einem Toni aus Spanien, aber dem habe ich noch Schulden gehabt, auch aus der Koksgeschichte, und ich musste halt dann irgendwie die Kohle auch wieder ranschaffen, ich habe 50 Gramm verbased gehabt und die mussten bezahlt werden. Also bin ich da gefahren und habe das die Kohle besorgt. Es wäre auch alles okay gelaufen, hätte dieses Arschloch von, auch Toni heißt er, aber das ist jetzt nicht der Spanier gewesen, der hat mich halt da reingeritten, indem er den Typen verpfiffen hat, deren ich das Koks besorgt habe und der dann mich verpfiffen hat. Doofe Geschichte, aber so war das. Na okay, also ich lese euch jetzt mal die Anklageschrift vor. Ja, dazu muss ich mal wieder meine Brille abnehmen, weil ich ja sonst wieder nichts sehe. Also. Staatsanwaltschaft in München 1, Geschäftsnummer aus 93, in Haft. In der Strafsage, Sache gegen Schmidt-Bauer Ernst, geboren am Blablablub in Blablabla in Bla. Der Angeschuldete wurde am 29.03.93 vorläufig festgenommen. Er befindet sich aufgrund Haftbefehls des AG München vom 30.03.93 eröffnet am selben Tage seither ununterbrochen Untersuchungshaft in der JVA München Stadelheim. Bekommen habe ich den Schrieb, das müsste ja auch, das muss ich noch dazu sagen, das ist echt damals. Am 24. August, also ich war da schon 5 Monate in U-Haft und wusste nicht, wann ich meine Verhandlung hatte, dass ich endlich meine scheiß Anklageschrift bekommen habe. Die habe ich nur deswegen so lange nicht bekommen, weil ich einfach keine Aussage machen wollte. Bis zum bestimmten Ereignis. Und da ist es, da haben sie mich dann endlich angeklagt. So. Die Staatsanwaltschaft bei dem Landgericht München I legt dem Angeschuldigten aufgrund der von ihr durchgeführten Ermittlungen folgenden Sachverhalt zur Last. Mitte September 92 bat der gesondert verfolgte Toni M. den Angeschuldigten 1 Kilo Haschisch in Holland zu besorgen. Der Angeschuldigte erklärte sein Einverständnis und bekam daraufhin 4.500 D-Mark von M. Am 17.09. fuhr der Angeschuldigte mit dem Zug nach Holland und erwarb in Arnheim 1050 Gramm Hasch sowie in Rotterdam 30 Gramm Marihuana. Der Angeschuldigte fuhr nach diesem Kauf mit dem Zug an die Grenze bei Arnheim, um mit dem Rauschgift in die Bundesrepublik Deutschland zurückzukehren. Noch auf holländischem Gebiet wurde der Angeschuldigte im Zug von holländischen Zollbeamten kontrolliert, die das Rauschgift, das zu gewinnbringenden Weiterverkauf bestimmt war, sicherstellten. Am 2. und 3. März erklärte sich der Angeschuldigte bereit, für den gesondert verfolgten Oskar W. in Holland 50 Gramm Kokain zu erwerben. Zu diesem Zweck erhielt der Angeschuldigte in seiner Wohnung Luisenstraße in München 5.500 D-Mark zum Kauf des Rauschgifts sowie zum Erwerb der Fahrkarte. Der Angeschuldigte fuhr daraufhin am 5.3.93 mit dem Zug nach Rotterdam und erwarb dort von einem unbekannten Marokkaner 50 Gramm Kokain für 4.000. Noch am selben Tag fuhr der Angeschuldigte mit dem Zug zurück in das Bundesgebiet, wobei er das Kokain in einer blauen Reisetasche mit sich führte. Zu dem nicht mehr genau feststellbaren Zeitpunkt um den 7.3. übergab der Angeschuldigte in München die abgewogenen 50 Gramm an den gesonderten Verfolgten W. und erhielt dafür eine Belohnung in Höhe von 1.500 D-Mark. Der Angeschuldigte ist nicht im Besitz einer betäubungsmittelrechtlichen Erlaubnis und handelte jeweils in Kenntnis sämtlicher Tatumstände sowie in Gewinnerzielungsabsicht. Der Angeschuldigte wird daher beschuldigt, ja, das ist und dann noch mit ganzen Vorstrafen, ja. Ein Gutachten ist auch erstellt worden, also es wurde ein Gutachten erstellt, als ich in Haft war. Da wurde ich an einem
sehr heißen Tag eben hingefahren in die Landesgericht von der JVA München-Stadelheim dorthin mit dem Zug, mit dem Bus, und das ist ja, ein Aufwand von mehreren Stunden, den man da an dem Tag hatte. Das ist einem eigentlich ganz egal, weil es ein bisschen abwechseln. Ja. Fakt ist, ich komme da rein zu der Dame, setze mich hin, sie erzählt mir, ja, erzählen Sie mir mal was über Basen, über Crackrauchen. Dann habe ich ihr erklärt, wie man das Ganze aufbaut, wie der Aufbau ist, wie man das aufkocht und so weiter. Und in dem Augenblick lief mir, obwohl es arschkalt war, hier am Arm ein Schweißtropfen runter. Und sie sieht das und sagt, oh, Entschuldigung. In dem Augenblick sagt sie, ja, danke, wir sind fertig. Das war für sie ein Zeichen, dass ich süchtig bin. Weil ich muss ganz ehrlich sagen, ich war auch gierig. In dem Augenblick, wo ich das erzählt habe, war ich echt richtig gierig. Ja, und dann hat sie mich halt wieder zurückgeschickt, und im Gutachten steht halt drin, dass ich aufgrund dessen halt nur verminderte Schuldfähigkeit habe, weil ich halt süchtig werde. Dann mein Verteidiger war damals der Herr Thorbecke, Rechtsanwalt Thorbecke von, dem muss ich euch wirklich empfehlen, solltet ihr eines Tages mal Probleme wegen BTMG haben, dann geht es zum Herrn Thorbecke. Den gibt es mit Sicherheit auch heute noch. Also ihr könnt euch mal vorstellen, Verteidigerpost. Ja. Groß, Kutowski, Kraus, Thorbecke, Wunderlin, Fassbender. Kann ich euch nur empfehlen, Herr, die sind richtig gut. Den hatte ich damals, bezahlt hat ihn der Herr W., weil er Angst hatte vor meinen Aussagen. Ich hätte gar nichts anderes sagen können, als wie das, was er eh selber zugegeben hat. Also ich weiß nicht, wie es, aber egal. Danke damals, Ossi, dass du das gemacht hast. Ich hätte es mir nicht leisten können. Ich war ja, wie ich gesagt habe, drauf. Ja. Tja, das war die Anklageschrift. Da habe ich damals bekommen 2 ohne, glaube ich. Auf jeden Fall, ja. Nur damit du Bescheid wirst, wieso war ich überhaupt im Gefängnis? Was war mein Ding? Das habe ich gemacht. Ich habe den einen, und das ist auch das Beste, die Holländer haben mich ja laufen lassen. Die haben mir das nur abgenommen. Das hat der andere Idiot erzählt, der Toni. Der hat das denen gesteckt, dass ich das... Ja, Fakt ist, dass ich da im Gefängnis gesessen bin. Ich habe die ganze Zeit keine Aussage. Und dann kam meine damalige Freundin mich besuchen, die mir dann erzählt hat, ja, der Toni würde Druck ausüben, würde ich eine Aussage machen, geht er zu meinen Eltern und erzählt denen, dass ich nicht nur gekifft habe, sondern auch andere Drogen genommen habe, insbesondere Heroin. Und dann 2 Wochen später ist Besuch, meine Mutter ist mit der Besuch mit dabei und sitzt mir gegenüber und sagt, stimmt das? Und ich sage, was? Hat er das tatsächlich, dieses Arschloch, Bär angerufen und ihr das erzählt? Und da ist mir so die Hutschnur geplatzt, dass ich gesagt habe, okay, ich möchte Aussage machen, und habe meine Tatbeteiligung zugegeben, was damals da passiert ist. Also diese Sache hier. Und nur aufgrund dessen wurde diese Anklage dann endlich erhoben, und ich bin aus dieser erschwerten Haft. Ich durfte nicht arbeiten und nichts. Ich war die ganze Zeit auf Zelle, 23 Stunden eingesperrt. Man hat mich einfach da drin verrotten lassen in diesem Drecksloch, weil der andere auch eingesperrt war. Und dann hatte der schon seine Verhandlung gehabt, und ich war immer noch eingesperrt. Und der Thorbeck, er hat mich da rausgeholt, verstehst du? Der hat dafür gesorgt, dass ich da nicht die ganze Zeit in diesem blöden, in dieser Zelle verrottet und endlich arbeiten darf. Und da war es dann dann ein bisschen cooler. In Stadelheim, wenn du arbeiten darfst, und ich war im Südbau, war das schon okay. Waren ein paar lustige Sachen, die ich da erlebt habe, insbesondere wie Haschisch oder überhaupt Drogen in den Knast reinkommen, wie die dann verteilt werden und was man dafür bezahlen muss, etc. pp. Ja, und dann habe ich halt endlich aufgenommen, Kontakt zu Daytop eben. Ja, und ich lese einfach mal vom 21.09.93, also da war ich dann schon ein bisschen länger als in Haft, aber immer noch war ich nicht verurteilt. Ja, ich hatte noch keine Verhandlung, ich war nur angeklagt. Das Ding, was ich vorher vorgelesen habe, war nur die Anklageschrift.
Und ich habe trotzdem schon mal mit dem Gedanken gespielt, auf Therapie statt Strafe, egal was dabei rauskommt. Wenn es 2 Jahre sind, dann kann man Therapie gehen und die Zeit der Therapie auf die Strafe anrechnen lassen. Die U-Haft konnte ich auf die Strafe anrechnen lassen. Also werde ich auf jeden Fall nur noch ein Drittel übrig haben, dachte ich mir so. So, hallo Ernst. Heute habe ich deinen Brief bekommen. Und jetzt sitze ich hier und weiß gar nicht so recht, was ich dir darauf antworten soll. So kurz angebunden ist dein Brief. Zu deinem Lebenslauf kann ich dir nicht viel sagen. Ich denke, fürs Erste wird er reichen. Ich glaube aber, wenn du erstmal hier eingetroffen bist, wirst du nochmal einen schreiben müssen. Denn dieser ist doch etwas sehr kurz und oberflächlich gehalten. Was die Therapiedauer angeht, da sind die Kostenträger mittlerweile sehr sparsam geworden und bewilligen in der Regel wirklich nur noch 12 Monate. So ernst. Für den Fall, dass du bereits kurz nach der Verhandlung einen Aufnahmetermin bei uns bekommst, will ich dich jetzt noch kurz auf einige wichtige Dinge hinweisen. Sorge dafür, dass alle. Mache das am besten selbst und verlasse dich dabei auf niemanden sonst. Sorge dafür, dass da nichts bei ist, was auch nur im Entferntesten mit Drogen zu tun hat. Außerdem musst du clean hier ankommen. Das bedeutet, dass du mindestens die letzten 2 Wochen vor der Aufnahme keine Drogen mehr nehmen sollst. Auch kein Alkohol auf der Fahrt hierher. Nimm das bitte ganz ernst und halte dich daran. Dies soll es für heute gewesen sein. Bis bald, Gruß Volker. Und die Aufnahmeleitung mit dem Kürzel. Das, meine Freunde, ist genau der Brief, der mir dann halt die Regeln aufgezeigt hat zum allerersten Mal, wo ich vorhin schon erzählt habe. Bei Teil 1a, guckt es euch einfach nochmal an. Ich habe es verlinkt. Ja, Fakt ist auf alle Fälle, dass das damals mir nicht so bewusst war, was er mir da geschrieben hat. Den Kugelschreiber hätte ich auf keinen Fall mitnehmen dürfen, ist mir ganz klar. Aber Fakt ist, ey, Schuld daran hat dieses Arschloch vom Sozialarbeiter aus dem Knast. Condrops habe ich angeschrieben, die wollten mich nicht aufnehmen, um mir die Fahrt vom Gefängnis zur Therapiestätte zu gewährleisten. Aber das war halt Bedingung. Ich darf dann nicht selber hinfahren, weil die bayerische Justiz halt da so drauf ist, damals drauf gewesen ist. Ich weiß nicht, ob es heute immer noch so ist, aber damals war das so, dass man halt auf gar keinen Fall alleine da hinfahren darf. Es gab viel zu viele Abbrecher. Smoking good old Santa Mia at the beginning.